Wer Elder Scrolls Online hat in meinen Augen ein ganz besonderes Feature, was viel zu wenig gewürdigt wird. Eines, was in meinen Augen dieses Elder Scrolls Game deutlich besser macht als andere. Genau diese eine besondere Sache wollen wir uns heute mal im Detail in diesem Video ansehen. Damit wie immer ganz herzlich willkommen hier auf Amiemos, deinem Channel, der sich rund um die WoW Elder Scrolls Games dreht. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, lass gerne ein kostenloses Abo da. Und werde gerne Kanalmitglied, um vorab Zugriff auf meine Videos zu bekommen vor allen anderen. Als Mitglied unterstützt du direkt hier diesen Channel und meine Arbeit und als Dankeschön dafür gibt es einige exklusive Vorteile. Mein Einstieg in die Elder Scrolls Reihe war Skyrim. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten dieses legendäre Elder Scrolls Game gezockt haben. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich es vor allen Dingen geliebt habe, mich mit den verschiedenen NPCs zu unterhalten. Und auch wenn Himmelsrand die Heimat der Nord ist, können wir in diesen Regionen Khajiit oder Argonian begegnen. In dem Spiel finden wir auch einige Bücher, die uns tiefer in die Lore einführen und mehr über die Völker und ihre Hintergründe verraten. Ich habe mich immer gefragt, wie die Heimat dieser Völker aussieht. Ich bin sogar zu der Grenze von Himmelsrand gegangen, in der Hoffnung, dass das Gebiet viel größer ist und ich auch noch andere Teile von Tamriel erkunden kann. Doch ganz offensichtlich beschränkt sich Skyrim eben nur auf das Gebiet von Himmelsrand, was damals für mich eine große Enttäuschung war. Ich wollte mehr wissen über die Argonia, Khajiit, Dunmer und ganz besonders interessiert war ich an den Altmern, der Magie und dem mysteriösen Tzitschik-Orden. Und ganz offensichtlich ist das etwas, was wir in Elder Scrolls Online machen können. Wir können in ESO inzwischen in jedes Heimatgebiet der einzelnen Völker reisen. Doch damals gab es für mich ein ziemlich großes Problem, ehrlicherweise. Wer Elder Scrolls Online ist ein Online-Spiel, das suggeriert ja bereits der Name. Und genau dieser Punkt hat mich lange Zeit von ESO ziemlich abgeschreckt. Auf der einen Seite gibt's ja all diese ganzen coolen Gebiete und man sieht die ganzen Trailer dazu und ich dachte mir, hey, das wäre mega cool, das selbst mal alles zu erkunden. Auf der anderen Seite gibt es halt auch andere Spieler. Ich habe mich dann getraut, über meinen Schatten zu springen und ESO war das erste richtige Online-Spiel für mich. Später habe ich dann auch noch andere Online-Games ausprobiert, vor allen Dingen Ego-Shooter und Multiplayer-Maps, an die ich mich vorher nicht so wirklich herangewagt habe. Und eine Sache kann ich hier schon einmal verraten, die Elder Scrolls Online Community ist unglaublich freundlich. ESO-Spieler sind wohl die freundlichste Gruppe an Gamern, die es auf diesem Planeten gibt. Das möchte ich ganz kurz deutlich machen an einer Geschichte, die mir wirklich so in ESO passiert ist. Beim normalen Questen in der Open World bin ich einen Felsen heruntergefallen und, nun ja, gestorben. In der Regel spawnt man dann am nächsten Wegschrein, die man auch zum Schnellreisen verwenden kann. Doch es gibt für die anderen Spieler auch die Möglichkeit, einen wiederzubeleben. Dafür müssen sie einen Seelenstein opfern. Und genau das ist mir damals in Elder Scrolls Online passiert. Jemand hat mir einfach in diesem Moment wieder das Leben gegeben. Und weil das so meine erste Online-Erfahrung war, könnt ihr euch vorstellen, dass ich extrem aufgeregt war. Ich dachte mir so, oh Gott, ist das peinlich. Ich bin hier einfach irgendwo runtergefallen. Und jetzt werde ich auch noch wiederbelebt. Was erwartet denn die Person als Gegenleistung dafür? Ich habe dann schnell gechattet mit dem Menschen, der mich wiederbelebt hat. Und der meinte so, ja, gar kein Thema. Ich habe richtig viele Seelensteine. Bin hier auch schon runtergefallen. Ist eine dumme Stelle vom Level-Design her. Viel Spaß noch. Das war irgendwie so unfassbar freundlich, weil nochmal, das war komplett mein Fehler. Ich habe mich einfach dumm angestellt. Dass es mich allerdings dazu motiviert hatte, diesen positiven Spirit weiterzugeben. Und das merkt man einfach an sehr vielen Stellen. Es gibt einfach unglaublich viele Leute, die einfach nur Bock haben zu questen, die das Ganze mehr so spielen wie ein Singleplayer-Spiel. Und ESO kann man hervorragend Solo spielen. Und in der Regel gehen einen die Leute nicht auf den Sack, sondern helfen einen sogar, wenn man in Schwierigkeiten ist. Damit war meine Angst vollständig genommen und es öffnete sich die große Spielwiese von Tamriel für mich. Elder Scrolls Online ist wirklich gigantisch. Dabei ist das Spiel in verschiedene Zonen aufgeteilt, die auch leider mit Ladebildschirmen voneinander getrennt sind. Doch letztere sind wirklich sehr kurz. Und hier muss ich die Entwickler wirklich loben. Als ich vor 3-4 Jahren angefangen habe, ESO zu spielen, waren die Ladezeiten unglaublich lang, was wahrscheinlich an den alten Servern lag. Zum Teil hat man manchmal wirklich eine Minute oder zwei Minuten gebraucht, um in das Spiel zu kommen. Das dauert jetzt nur noch wenige Sekunden. Wechselt man zwischen den einzelnen Zonen hin und her, ist man nicht mehr als 1-2 Sekunden in einem Ladebildschirm. Für mein Empfinden vollkommen in Ordnung, vor allen Dingen wenn man bedenkt, wie groß die Spielwelt von Elder Scrolls Online ist. ESO ist mittlerweile über 400 Quadratkilometer groß.
Zum Vergleich, Skyrim kommt auf 36 Quadratkilometer. Und das Beste ist, es gibt wirklich so viel zu entdecken und zu erkunden. Zum Beispiel die Heimat der Khajiit, Elsewhere. Vor einigen Jahren hat Elder Scrolls Online dafür extra eine große Erweiterung eingeführt. Und mit jeder Erweiterung wurde auch ein Stück weit die Grafik und die Animationen angehoben. Die neuen Zonen und Gebiete des Spiels sehen sehr viel hübscher aus als die alten. Man merkt hier, wie sich die Entwickler über die Zeit verbessert haben. Oder wer schon immer mal die Heimat der Agonia Schwarzmarsch erkunden wollte, der kann das ebenfalls in Elder Scrolls Online tun. Ganz besonders hat es mir persönlich allerdings die Insel Vardenfell angetan. Die konnte man bereits in Elder Scrolls 3 Morrowind erkunden und in ESO haben wir einen kompletten Remake von dieser Insel. Die Heimat der Dunkelelfen, also der Dunmeer, fällt auf durch Pilze und durch ein alienhaftes Aussehen. Wie auch in allen anderen Elder Scrolls Games finden wir überall Bücher, Schriften und Texte. Das klingt vielleicht etwas altbacken und ungewöhnlich, aber ich lese diese Texte unglaublich gerne. Sie ermöglichen es, einen noch tiefer in die Spielwelt von The Elder Scrolls abzutauchen. Und durch die gute Geräuschkulisse hat man eigentlich den perfekten Lesesimulator. Man fühlt sich dann manchmal wirklich wie so ein Gelehrter, der dort ist und ein Buch liest, um die Geheimnisse von Tamriel herauszufinden. Das macht Elder Scrolls Online in meinen Augen so viel besser als andere Elder Scrolls Games. Diese fokussieren sich in der Regel immer nur auf eine Region, auf ein Gebiet. Wir erfahren zwar in der Spielwelt durch die Texte extrem viel über die anderen Völker, auch durch Dialoge beispielsweise, aber wir können diese Regionen nicht besuchen. In Elder Scrolls Online wird man Entdeckerdrang vollständig befriedigt. In meinen Augen ist hier auch das Schnellreisesystem unfassbar gut gelungen. In Skyrim können wir zu jedem Ort schnell reisen, den wir entdeckt haben. Und das zerstört in meinen Augen häufig die Erkundung. In Elder Scrolls Online gibt es stattdessen Wegschreine. Diese können wir kostenlos nutzen und damit von einem Wegschein zum anderen schnell reisen. Die Strecke zu dem Point of Interest, den wir besuchen wollen, müssen wir allerdings immer noch selbst zurücklegen. Und wir müssen die Wegschreine uns erst erspielen, indem wir sie entdecken in der Spielwelt. Das macht die Erkundung in meinen Augen viel belohnender. Ich bin wirklich dabei, die Spielwelt zu erkunden, zu erleben, was es alles gibt in dieser. Und dadurch, dass Elder Scrolls Online ein Online-Spiel ist und es auch andere Spieler gibt, gibt es einen weiteren ziemlich coolen Vorteil. Ich fand die anderen Elder Scrolls Games immer etwas unrealistisch in dem Punkt, dass wir der einzige Abenteurer sind. In The Elder Scrolls Online sind wir einer von vielen, weil es ja auch noch andere Spieler gibt. Und selbst wenn man mit diesen gar nicht interagiert, sieht man sie doch im Hintergrund ihre Aufgaben erledigen. Das steigert in meinen Augen die Immersion. Hier gibt es viele verschiedene Helden, die Abenteuer erleben. Ein weiterer Vorteil, der damit kommt, ist, dass man sich in diesem Spiel nicht einsam fühlt. Ganz ehrlich, irgendwo mag ich das auch. Dieses Erkunden von einer verlassenen Ruine und man ist der Einzige, der hier unterwegs ist. Doch auf die Dauer kann das sehr schnell bedrückend werden. Ein Grund, warum ich immer gerne einen Begleiter mitnehme, auch wenn die meistens in Skyrim nervig im Weg herumstehen. Elder Scrolls Online bietet hier einfach mehr Abwechslung. Die Städte werden durch die anderen Spieler belebt, die dank der Emojis auch manchmal einfach lustige Sachen machen. Das sorgt für ein Gefühl des Ankommens, dass man sich wirklich heimisch fühlt. In vielen Dungeons, die man betritt, ist man nicht allein unterwegs, wobei das auch nicht immer so ist. Gerade nachts oder in den Abendstunden sind natürlich die Server etwas leerer. Dann ist man meistens vollständig alleine unterwegs, auch in den Dungeons, und das Ganze sorgt dann wieder für dieses unheimliche Gefühl oder dieses einsame Gefühl, was ich ja gerade aus Skyrim beschrieben habe. Und meist ist es dann so, dass man durch Zufall noch irgendeiner anderen verlorenen Seele begegnet, die ebenfalls zu den Nachtschwärmern sich zählt. Das ist eine unglaublich coole Erfahrung einfach. Man ist allein unterwegs, erkundet den Dungeon und irgendwie ist niemand gerade aktuell da, weil es halt spät nachts ist, und dann begegnet man doch noch einen anderen Spieler. Und man kann jederzeit gemeinsam mit seinen Freunden spielen, einer der absolut größten Stärken. Schaut, die Erkundung von Elder Scrolls Online ist mit das Beste am Spiel. Das Feature, was komplett underrated ist. Viele YouTuber, die sich Elder Scrolls Online zuwidmen, reden über die ganzen Builds, über die Änderungen im Spiel, und teilweise tue ich das ja auch, aber vergessen halt finde ich diesen einzigartigen Aspekt. Genau das ist es allerdings, was mich mit am meisten an Elder Scrolls Online fasziniert. Und wenn du dich in der Zukunft ebenfalls für so welche Themen rund um Elder Scrolls Online begeistern kannst, wie der Lore, den Hintergründen, aber auch der Liebe zum Detail, dann lass gern ein kostenloses Abo da. Und The Elder Scrolls Online wird 2024 ein großartiges Jahr haben. Wenn du neugierig geworden bist, was dich alles erwartet, dann klick dich unbedingt jetzt hier in dieses Video rein. Hier gebe ich euch nämlich eine komplette Preview zu der neuen Erweiterung Goldroad, die noch kommen wird.